Wie weit kannst du mit deinen Fingern zählen? Auf diese Frage scheint es eine klare Antwort zu geben. Die meisten haben 10 Finger, also eigentlich 8 Finger und 2 Daumen. Damit haben wir insgesamt 10 Gliedmaßen, um bis 10 zu zählen. Es ist kein Zufall, dass die 10 Symbole im Zahlensystem auf Englisch Digits, also Finger, genannt werden. Aber das ist nicht die einzige Art zu zählen. In manchen Gegenden ist es üblich, mit einer Hand bis 12 zu zählen. Wie das? Jeder Finger hat 3 Glieder und wir haben einen natürlichen Zeiger, um die einzelnen Glieder anzuzeigen, den Daumen. So können wir ganz einfach mit einer Hand bis 12 zählen. Wenn wir weiter zählen wollen, können wir die 5 Finger der anderen Hand verwenden, die 12er-Gruppen addieren und kommen so bis 60. Noch besser, nutzen wir die Fingerglieder der zweiten Hand, haben wir 12 12er-Gruppen und kommen bis 144. Das ist zwar schon viel mehr, aber es gibt noch mehr zählbare Teile an der Hand. Zum Beispiel hat jeder Finger 3 Glieder und 3 Falten, also insgesamt 6 zählbare Bereiche. Jetzt sind wir bei 24 an beiden Händen und wenn wir mit der zweiten Hand 24er-Gruppen markieren, kommen wir bis 576. Geht noch mehr? Es sieht so aus, als hätten wir die Grenze dessen erreicht, wie viele Fingerteile wir halbwegs präzise zählen können. Gehen wir also anders vor. Eine der größten mathematischen Erfindungen ist das Stellenwertsystem, bei dem die Platzierung von Symbolen unterschiedliche Stellenwerte erlaubt, wie bei der Zahl 999. Auch wenn dasselbe Symbol dreimal verwendet wird, zeigt jede Position einen anderen Stellenwert an. Wir können also den Positionswert der Finger nutzen und den bisherigen Rekord brechen. Vergessen wir kurz die Fingerglieder und betrachten den einfachsten Fall mit nur 2 Optionen pro Finger. Gestreckt und gekrümmt. Damit können wir zwar keine Zehnerpotenzen darstellen, aber es ist perfekt für das Zählsystem mit Zweierpotenzen, auch bekannt als Binärsystem. Im Binärsystem hat jede Position den doppelten Wert der vorigen. Also können wir den Fingern die Werte 1, 2, 4, 8 bis hin zu 512 zuweisen. Jede positive ganze Zahl kann bis zu einer gewissen Grenze als Summe dieser Zahlen ausgedrückt werden. Die Zahl 7 zum Beispiel ist 4 plus 2 plus 1. Wir können sie also mit nur diesen 3 gestreckten Fingern darstellen. Bei der Zahl 250 sind es dagegen 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 2. Wie hoch können wir gehen? Bis zur Zahl, bei der alle 10 Finger gestreckt sind, also 1023. Geht es noch weiter? Das hängt davon ab, wie geschickt du bist. Wenn du jeden Finger nur halb beugst, haben wir 3 Positionen. Gekrümmt, halb gestreckt und gestreckt. Jetzt können wir mit einem Dreiersystem bis 59.048 zählen. Wenn du die Finger in 4 oder mehr Positionen bringen kannst, kommst du sogar noch höher. Die Grenze liegt bei dir, deiner Beweglichkeit und deinem Einfallsreichtum. Selbst 2 mögliche Fingerpositionen sind schon ziemlich effizient. Computer zählen nämlich mit demselben Prinzip. Jeder Mikrochip besteht aus winzigen elektrischen Schaltern, die entweder ein- oder ausgeschaltet sind. Was bedeutet, dass sie Zahlen auf binärer Basis darstellen. Und so wie wir mit diesem System nur mit den Fingern bis über 1000 zählen können, führen Computer Milliarden von Operationen aus, indem sie Einsen und Nullen zählen. Wenn du mehr über Mathematik wissen willst, kannst du mit unserem Video über exponentielles Wachstum sehen, wie man ein Stück Papier faltet, um damit zum Mond zu gelangen. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.